Guten Tag, Herr Klinger. Guten Tag. Tag, Jungs. Wie geht's? Gut, wie immer. Was brauchen wir heute, Hassan? Kartoffeln, Eier, Reis, Ketchup, Salz. Du kochst wieder, Christian? Ja, meine Mutter ist heute und morgen bei Oma in Dresden. Und mein Vater hat keine Zeit. Deshalb koche ich für mich und meinen Vater. Aber Hassan will mir helfen. Du kochst auch, Hassan? Ich lerne. Christian ist mein Lehrer. Eine Pizza machen kann ich schon. Hassan ist ein sehr guter Schüler. Tomaten brauchen wir auch. Und Brot. Habt ihr schon etwas für Julia? Für Julia, nein. Warum? Julia hat morgen Geburtstag. Wisst ihr das nicht? Nein. Wie sollen wir das wissen? Und Julia sagt natürlich nichts. Ja, dann brauchen wir Geschenke. Ich habe eine Idee. Wir machen eine Torte für Julia. Morgen Nachmittag. Machst du mit, Hassan? Klar mache ich mit. Aber ich will Julia auch ein Geschenk geben. Vielleicht etwas von Nilgüns Boutique? Eine gute Idee. Von mir bekommt sie rote Rosen. Das ist Tradition. Wie alt wird Julia? Darüber soll ich nicht sprechen. 52, warum? Ja, das schreiben wir auf die Torte. Julia 52. Und wir machen ein Herz. So. Vielleicht wollen Tanja und Petra Julia auch gratulieren. Petra, das glaube ich. Aber Tanja? Sie ist nicht so, wie du glaubst. Ich kenne sie besser. Natürlich. Du kennst ja alle Mädchen. Morgen Abend gehen wir alle zu Julia und gratulieren. Ein paar andere Freunde kommen auch. Und dann machen wir eine Party. Ich bringe CDs mit. Aber wie überraschen wir Julia? Ich weiß. Wir hängen ein Schild an die Tür. Heute geschlossen. Julia hat Geburtstag. Das kann sie nicht sehen. Und dann kommen wir alle und gratulieren. Ihr habt wirklich tolle Ideen. Hallo, Julia. Oh, Florian. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, vielen Dank. Eine rote Rose. Die ist aber schön. Wie geht's dir, Julia? Ach, heute ist mein Geburtstag. Aber es geht mir nicht gut. Du weißt ja, ich muss bald mehr Miete bezahlen. 3000 Euro im Monat. Das wird schwer, sehr schwer. Möchtest du eine Tasse Kaffee haben? Nein, danke. Du hast ja keine Gäste. Ja, das ist komisch. Wie viel Uhr ist es? 7:45. Jeden Abend habe ich so 15, 20 Gäste, aber heute Abend niemand. Das ist sehr komisch. Vielleicht kommen deine Gäste heute später. Moment. Hörst du nichts? Nein. Doch. Ich höre etwas. Es ist draußen. Geburtstag, viel Glück zum Geburtstag. So etwas. Zum Geburtstag, liebe Julia. Zum Geburtstag, viel Glück. Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oh, danke. Komm, ich helfe dir. Ja, danke. Auch wir möchten dir gratulieren. Petra, dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Hassan und Christian. Herzlichen Glückwunsch. Eine Torte. Dankeschön. Und jetzt machen wir eine Party. Wir haben Brot und Brötchen mit Wurst und Käse und Salat und wir haben etwas zu trinken. Oh. Heute darfst du nicht arbeiten. Wir machen alle Arbeit. Und keine Arbeit für mich? Das ist auch ein tolles Geschenk. Hallo.
Das war eine tolle Überraschung. Wie habt ihr das gemacht? Ja, so haben wir das gemacht. Also, ihr habt Ideen. Tanja, wie war dein Tag? Langweilig. Aber jetzt ist es besser. Die Modenschau am Samstag. Ha, die Modenschau. Das war etwas für Kinder. Für kleine Mädchen. Wie Petra. Hörst du das? Ich glaube, das war da oben. Ja? Aber jetzt ist es still. Du, Tanja? Hast du am Mittwoch wieder Judo-Training? Ja, warum? Soll ich dich wieder auf die Matte legen? Nein, aber ich möchte gern kommen. Ich finde das cool. Vielleicht kann ich das auch lernen. Ja, warum nicht? Aber jetzt habe ich Hunger. Holst du mir ein Mineralwasser und ein Brötchen mit Wurst? Guten Abend. Guten Abend, Frau Bauer. Es ist schon sehr spät. Ich muss morgen früh arbeiten und ich kann nicht schlafen. Es ist so laut. Herr González, heute ist mein Geburtstag und hier sind nur nette junge Leute. Ich lade Sie ein. Wir haben noch Torte und ein Glas Wein für Sie und für mich. Und wir haben tolle Musik. Ach, kommen Sie. Nein, das geht doch nicht. Ach, kommen Sie bitte.